Ich kann Audis machen, ganz ehrlich, ich kann Audis machen. Da war Jerry und Jerry B. Anderson ist ja nun ein alter Kunde bei Vinnie und ich war down on the way in my lifetime. Und früher war ich auch noch kleiner Straßen-SPD-Prospektverteiler. Kannst du dich noch erinnern, als ich früher in der Holstenstraße war und jetzt bin ich Ministerpräsident? Ich habe Merkel schon mal die Hand geschüttelt, ganz ehrlich, ich weiß halt, wollte ich nicht mehr waschen. Und jetzt stehst du hier, so eine kleine Regionalschlampe. Habe ich keinen Bock drauf und deshalb kannst du mal schön einen blowen direkt im Studio, was denkst du? Was ist jetzt gleich passiert, du Nutte? He? Kommst du hier an, erzählst mir, wie es läuft? Ich war eben noch bei Vinny. Ich habe mir richtig schön einen abgeschüttelt, du. Ich muss schon sagen. Ich habe richtig in die Kabinen reingewichst. Und Vinny hat gesagt, geil, na toller, bist du auch mal wieder da. Ich habe gesagt, Vinny, alles normal. He? Müssen wir zu der Taubstumme, liebe Schlampe. Die taubstumme Hure aus dem Aero-Center. Ja, ich kann mich erinnern. Sie hatten mal erzählt, dass das ihre erste große Liebe war. Odette, oder wie hieß sie? Ja, das war natürlich meine erste große Love of Life. Ich kann mich erinnern, als wir früher schon in der Jubi-Bar ein bisschen Kümmelkorn gesoffen haben. Odette, genau, Odette, man muss erstmal ein bisschen zuhören, du Nutte, wenn ich immer ordentlich mit dir talk. Also, Odette und ich, wir waren früher on the Automat of No Return, where the insects in my life. Und da gab es immer Dubbier im Automaten, unten an der Kurse No Return with the Insects. Und wir haben immer schön eingesoffen und ja, die kleine Schlampe will mir immer schön an meine Wäsche. Muss ich ganz ehrlich sagen, du Schlampe. Und jetzt kommst du an, als hörst du es läuft. Ich muss jetzt gleich mir erstmal, glaube ich, pisse euch mal ins Studio. Ganz ehrlich, ich hab einen dicken Stick. Und es ist mir scheißegal, du bist mir scheißegal, ihr seid mir alle scheißegal, was hier gleich passiert. Und deshalb werde ich, du bist, warum wir dich eingeladen haben, natürlich kriegen wir tierisch Kohle, toller. Ja, natürlich, ja. Ich muss mal ganz kurz rülpsen, du Schlampe. Aber ganz ehrlich, was denkst du eigentlich, wer du bist? Ganz ehrlich, du kommst hier an, erzählst mir, wie es läuft. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin hier der Star. Ich bin der Ministerpräsident, Thor der Eibenbergen, der fleischmäßige Superfreaky-Boy. Ich habe mindestens so eine smarte Fleischmesse wie Mother Biggest Price, die Schmiedehefe. Und der Typ, der ist nur ein bisschen fetter, aber dieselbe Fleischmesse. Und jetzt kommst du an, erzählst mir, was läuft. Ganz ehrlich, du kleine Schlampe, du blondes Stück Scheiße. Hab keinen Bock drauf, weißt du? Hab keinen Bock drauf, mit so einer Nutte wie dir zu talken. Guck dir mal an, hä? From head to the feet, of no return with the insects. Du bist echt ein hässliches Stück Scheiße, hab ich keinen Bock drauf, okay? Darum hau ich jetzt auch gleich ab und weißt was? Ich piss euch noch mal ins Studio. So läuft's, du kleines armseliges Stück Dreck, du. So läuft's im Live, du Wichsfotze.